Eine Mutter und ihr zweijähriger Sohn werden brutal ermordet. In ihrem Wagen verbrannten sie lebendig, nachdem Täter ihn mit Benzin überschüttet und angezündet hatten. Dann sah man erst, dass hinterm Lenkrad eine Person saß. Ich weiß, Sie brauchen ein Mordmotiv, aber Sie werden keins finden, nicht bei mir. Es ist völlig unklar, ob irgendeine Form von Vorbeziehung zwischen Marion Hesse und den Personen, die die Tat begangen haben, bestand. Auch 30 Jahre später sind die Täter noch immer nicht gefasst. Am 27. Januar 1989 brennt hier auf diesem Feldweg in Menden ein Auto. Es ist frontal gegen einen Strommast geprallt. Im Auto befinden sich die verbrannten Leichen zweier Menschen. Es handelt sich um die 35-jährige Mutter Marion Hesse und ihren zweijährigen Sohn Tim. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, das hier war kein tragischer Unfall, sondern Mord. Wieso? Das erzähle ich euch jetzt. Auf diesem Feldweg bei Menden war das Auto von Marion Hesse abgebrannt. Es stand direkt an diesem Strommast. Ein Passant entdeckte die Flammen und alarmierte die Rettungskräfte. Dass dort eine junge Frau mit ihrem zweijährigen Kind in einem Auto verbrannt wurde, ist doch schon etwas, was einen oder was nicht spurlos an einem vorbeigeht. Und da macht man sich schon Gedanken, warum, weshalb, wieso. Eine Mutter und ihr Sohn werden Opfer einer so schrecklichen Tat. Was weiß man bis jetzt darüber? Konnten die Ermittler etwas über den oder die Täter herausfinden? Und besteht noch Hoffnung, den Fall aufzuklären? Das sind einige Fragen, denen ich in diesem Film nachgehen werde. Eines Morgens, genauer gesagt am dritten Tag der vierten Woche ihrer Reise, wachte Jim sehr früh auf. Marion Hesse lebt gemeinsam mit ihrem Sohn Tim und ihrem Ehemann Karl-Heinz in Menden. Sie haben Eheprobleme. Karl-Heinz arbeitet als Steuerberater, oft bis spät abends, auch am Wochenende. Der Steuerberaterlehrgang trifft sich wieder. Und wann? 17. Februar. Das ist ein Wochenende. Ja, Freitag. Willst du hin? Klar. Ist doch schön, die alle mal wiederzusehen, oder? Bei den Eheleuten Hesse kriselt es also immer wieder. Marion fühlt sich einsam und vernachlässigt. Sie hat das Gefühl, sie ist nur da, um den Haushalt zu schmeißen und den gemeinsamen Sohn Tim großzuziehen. Am Tattag, den 27. Januar 1989, kommt es dann schließlich in Dortmund zu einer letzten Begegnung mit ihrem Mann. Am Freitagnachmittag hatte sich die ehemalige Arzthelferin an dieser B1-Tankstelle mit ihrem Mann getroffen. Beide hatten ihre Wagen hier geparkt, um in den Kleingartenanlagen Frohe Arbeit und Kipsburg spazieren zu gehen. Bei dem Spaziergang entlädt sich bei Marion Hesse die Anspannung und sie spricht laut aus, was in ihr vorgeht. Wegen deinem Treffen in Reda-Wiedenbrück, ich habe ja nichts dagegen, dass du hinfährst, aber ich möchte, dass du abends wieder heimkommst. Pass auf, ich übernachte da und gleich am nächsten Morgen kann ich ganz entspannt wieder... Du hast eine Freundin. Was? Ich bin mir sicher, dass du bei deinem Treffen eine Frau kennengelernt hast, bei der du übernachtest. Das ist doch Quatsch, ich... Das kann so nicht weitergehen mit uns. Ich kaufe im Enten noch was ein und dann fahre ich vielleicht noch zu Nele. Ist gut. Marion Hesse und ihr Sohn sind nach den bisherigen Ermittlungen zuletzt um 16.15 Uhr in Dortmund gesehen worden. Keinen Reim kann sich die Polizei auch auf folgende Information machen. Marion Hesse soll sowohl an der Aral-Tankstelle sowie an dieser FINA-Tankstelle der B1 gesehen worden sein. Beide Tankstellen liegen aber nur 500 Meter weit auseinander. Was dann genau passiert ist, also etwa in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr, ist unklar. Die Polizei konnte nicht ermitteln, welche Strecke Marion Hesse zurück nach Menden gefahren ist. Die naheliegendsten Routen von Dortmund aus führen entlang stark befahrener Straßen und nicht über Feldwege. Wann und wo sie auf ihre Mörder trifft, steht nicht fest. Vermutet wird, dass sie auf dem Weg nach Menden abgepasst wird und aus freien Stücken anhält. Vielleicht, weil sie ihre Mörder kennt? Sicher ist, dass Marion Hesse zwischenzeitlich nicht mehr nach Hause zurückgekehrt ist. Etwa eine Stunde später. Auf einem Feldweg bemerkt ein Jogger ein brennendes Auto, sowie ein weiteres Fahrzeug mit mindestens zwei Personen. Die Täter? Der Mann alarmiert die Feuerwehr. Die Flammen waren weithin sichtbar.
Nach der ersten Meldung folgten schnell weitere. Der Ort ist vom angrenzenden Wohngebiet und von der B7 gerade im Winter gut einsehbar. Hier steht auch das Elternhaus von Marion Hesse. Gerade deshalb fragen sich die Ermittler, warum ausgerechnet diese Örtlichkeit ausgewählt wurde. Sie gehen davon aus, dass mindestens einer der Täter einen persönlichen Bezug zu der Örtlichkeit hatte. Das brennende Auto hatte damals die Freiwillige Feuerwehr von Menden gelöscht. Einer der ersten am Tatort, der frühere Oberbrandmeister Werner Bartmann. Nehmen Sie uns doch mal mit an den Tag, als die Meldung reinkam, dass ein Auto auf einem Feldweg bei Menden brennt. Wie haben Sie den Unfallort, den Tatort vorgefunden? Ja, wir sind damals, soweit ich mich da noch erinnere, eigentlich sehr unbeschwert hingefahren. Denn wir hatten nicht die Meldung bekommen, dass da Personen in Gefahr sind oder auch ein Pkw, sondern dass es da wohl irgendwas Unbekanntes brennen würde. Und dann sind wir damals hier mit der Wachabteilung dahin gefahren. Ich kenne diese Ecke auch, weil ich da zu Hause bin. Und als wir dann ankamen, haben wir gesehen, dass es ein Pkw war, der da brannte. Mhm. Und dann haben wir das gemacht, was man halt eben macht als Feuerwehrmann. Wir haben unseren Schnellangriff rausgenommen, haben gelöscht, so gut es ging. Was wir gesehen hatten, war eben, dass das Fahrzeug wirklich in voller Ausdehnung brannte. Mhm. Die Reifen und alles, das war schon, auch das Metall, keine Farbe mehr erkennbar. Und das war also schon sehr, sehr weit und hatte eine größere Vorlaufzeit wohl schon gehabt, dieses Feuer. Okay. Und dann sah man dann erst, dass hinterm Lenkrad also eine Person saß, die wir dann eben auch erkennen mussten, dass es eine Person war und aber dann offensichtlich nicht mehr lebte. Das war also da auch schon erkennbar. Schreckliche Bilder, von denen wir hier nur die nicht ganz so schlimmen zeigen werden. Ein verkohlter Wagen, komplett ausgebrannt. Selbst der Kindersitz nur noch ein Rahmen. In dem ausgebrannten Wagen starben Marion Hesse und ihr zweijähriger Sohn Tim. Wann haben Sie bemerkt, nicht nur am Lenkrad sitzt eine Person, sondern hinten drin ist auch ein Kind? Das war eigentlich erst in dem Augenblick, wo, ich will nicht sagen, das Feuer aus war, aber jedenfalls, wo man das mehr oder weniger im Griff hatte. Und dann macht man den ersten Kontrollgang, dann bin ich damals als Einsatzleiter vor Ort und dann gehe ich um das Fahrzeug rum und gucke auf dem Hintersitz und denke ich, ist das ein Kind? Dann habe ich noch einen Kollegen dazu, ich sage mal da rein, ob du das gleiche siehst wie ich und ja, dann wussten wir, dass da noch ein Kind hinten drin lag. Hm. Oh Mann, ey. Das war bestimmt für Sie auch kein einfacher Anblick. Ist ja auch nichts Alltägliches, was man auch als Feuerwehrmann nicht erlebt, oder? Nee, Gott sei Dank. Jedenfalls schluckt man da erstmal. Nur in den Einsatzmaßnahmen hat man dann nicht die Zeit, sag mal, um das auf sich wirken zu lassen. Sondern das nimmt man dann erstmal mit und dann muss man sehen, dass man mit zurechtkommt. Die Feuerwehr, aber auch die Polizei ging anfänglich von einem tragischen Unfall aus. Dass Marion Hesse zu schnell unterwegs war, dann die Kontrolle über ihr Auto verlor und gegen den Strommast prallte und das Feuer daraufhin ausbrach. Aber das konnte nicht stimmen. Ein Kfz-Sachverständiger überprüft die Schäden in der Frontpartie und kommt zu dem Schluss, dass die Aufprallgeschwindigkeit sehr gering war. Niemals hätte das Auto dadurch in Brand geraten können. Das Getriebe befand sich im zweiten Gang. Möglich ist aber auch, dass der Passat gegen den Betonpfosten geschoben wurde. Innerhalb des Fahrzeugs wurden Spuren gefunden, die auf den Einsatz von Brandbeschleuniger hindeuten. Heißt also, der Unfall war inszeniert. Und jetzt ist klar, Marion und Tim Hesse wurden umgebracht. Aber von wem? Bevor ich darauf eine Antwort suche, möchte ich mir diese brutale Tat aber erstmal kriminalpsychologisch einordnen lassen. Dazu verabrede ich mich per Videoschalte mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Siehst du in diesem Verbrechen Anzeichen, die auf eine persönliche Beziehung zwischen Täter und Opfer hindeuten? Es ist völlig unklar, ob irgendeine Form von Vorbeziehung oder auch nur vager Bekanntschaft zwischen Marion Hesse und den Personen, die die Tat begangen haben, bestand. Wenn irgendeine Form von persönlichem Konflikt den Hintergrund der Tat gebildet hätte, wenn beispielsweise sehr starke Wut eine Rolle gespielt hätte, dann könnte so eine Emotion, eine Entscheidung, eine solche Tat zu begehen, begünstigen. Eine völlig andere Konstellation wäre aber, wenn Personen irgendein persönliches Motiv befriedigen wollten, beispielsweise Habgier, und
im Auftrag von irgendjemandem gehandelt haben und diese Personen überhaupt keine persönlichen Emotionen Marion Hesse und ihrem Kind gegenüber hatten, sondern schlicht für sich selbst etwas erreichen wollten. Und in so einem Fall würde dann so eine Entscheidung sicherlich damit einhergehen, dass solche Menschen zu diesem Zeitpunkt sehr egozentrisch gedacht und gefühlt haben, also völlig auf ihre eigenen Bedürfnisse sich bezogen haben und dass sie offenbar kein Mitgefühl empfunden haben gegenüber den Opfern und dass sie auf dieser Grundlage dann diese Tat durchführen konnten. Immer noch ist unklar, wer für den Mord von Marion Hesse und ihrem zweijährigen Sohn Tim verantwortlich ist. Beide waren in ihrem Auto auf einem Feldweg bei Frönnenberg verbrannt. Die Polizei ermittelt in verschiedene Richtungen. Was schon fast routinemäßig bei Mordfällen passiert ist, dass der Ehepartner ins Visier genommen wird. Aber am Freitag, den 27. Januar, hat sich der Hesse zwischen 17 und 19 Uhr circa bei uns in der Werkstatt befunden. Er hat sich einen Werkstatttermin geben lassen, weil er Schwierigkeiten mit seinem Fahrzeug hatte. Der Ehemann Karl-Heinz Hesse konnte es selbst also schon mal nicht gewesen sein. Eine weitere Theorie der Ermittler war, dass der Ehemann den Mord auch beauftragt haben könnte. Nehmen wir diese Theorie einfach mal an der Polizei und es könnte ein Auftragsmord des Ehemanns Karl-Heinz Hesse gewesen sein. Inwieweit sinkt die Hemmschwelle eines Ehepartners oder einer dem Opfer nahestehenden Person, die Tötung in Auftrag zu geben, anstatt den Mord selbst durchzuführen? Wenn eine Person den Tod einer anderen Person bewirken möchte, dann ist die Hemmschwelle niedriger, einen anderen Menschen zu beauftragen, das Tötungsdelikt zu begehen, als dieses Delikt selbst zu begehen. Es ist leichter, sich emotional zu distanzieren, wenn die Person nicht vor Ort ist, also auch gar nicht sieht, was abläuft und auch nicht selbst aktiv die Tat durchführen muss. Sie denken, ich hätte den Mord in Auftrag gegeben, ja? Was Sie glauben? Ich würde meine Frau Marion und meinen Sohn Timmy verbrennen lassen? Das glauben Sie? Die zwei Menschen, die mir am meisten bedeuten. Ich weiß, Sie brauchen ein Mordmotiv, aber Sie werden keins finden, nicht bei mir. Zureichende, tatsächliche Anhaltspunkte für einen Auftragsmord des Ehemanns sind im Laufe des Ermittlungsverfahrens nicht angenommen worden. Ausgeschlossen worden ist ein solcher nur möglicher Geschehensablauf nicht. Das heißt, die Polizei geht nicht davon aus, dass Karl-Heinz Hesse etwas mit dem Mord an seiner Familie zu tun hat. Ganz ausschließen kann man aber auch das nicht. Die plausibelste Theorie der Ermittler ist bis heute eine andere. Viele Spuren führen weiterhin nach Dortmund. Die Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass der Täter in Dortmund zu suchen ist. Ein möglicher Grund für die Tat könnte ein Racheakt an dem Ehemann der Ermordeten sein. Ermittler glaubten, dass der Ehemann von der Rotlichtmafia bestraft werden sollte. Dabei war ein Haupttenor auch, dass seitens des Herrn Hesse, der damals als Steuerberater tätig gewesen ist, sich da eventuelle Verbindungen in das Dortmunder Rotlichtmilieu ergeben hatten. Und von daher ist auch seitens der Staatsanwaltschaft eine relativ hohe Belohnung ausgelobt worden von damals 100.000 D-Mark. Eine Rekordsumme bis heute. Genauso außergewöhnlich wie der Doppelmord selbst. Also, dass wir Feuerwehreinsätze hatten mit tödlichem Ausgang, das haben wir sicherlich häufiger gehabt. Aber dass wir es dann mit einem Mord zu tun hatten, wo Mutter und Kind offensichtlich umgebracht worden sind, das war schon einzigartig. Ein inszenierter Unfall, ein Mordfall und das in so einer kleinen, beschaulichen Stadt wie Menden. Was hat das mit den Einwohnern und auch mit diesem Ort hier gemacht damals? Das passiert ja auch nicht alle Tage, zum Glück. Ja, das kann man wohl sagen. Das ist Gesprächsthema. Und man philosophiert, denke ich. Aber ein Ergebnis hat keiner. Über 30 Jahre später beschäftigt dieser Mordfall an Marion und Tim Hesse also noch immer viele Einwohner in Menden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Arnsberg wollte sich vor der Kamera leider nicht äußern. Zum Stand der aktuellen Ermittlungen teilte man mir aber schriftlich mit. Aus den etwa 70 Hinweisen, die nach der Ausstrahlung des Falles im Jahre 2019 in der Sendung Aktenzeichen XY eingegangen sind, hat sich ein konkreter Verdacht gegen Personen nicht ergeben.
Auch sonstige verfahrensrelevante Hinweise haben sich aus den abschließend bearbeiteten Spuren nicht ergeben. Die Ermittlungen im Übrigen dauern, wie bei anderen Cold Case-Fällen, an. Gerade was Kriminaltechnik angeht, insbesondere der Analyse, hat man nun gerade in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Und es lohnt sich dann, das nochmal neu zu überprüfen, ob man möglicherweise mit neuen Methoden da weiterkommt. Und es kommt natürlich auch hinzu, dass mögliche Mitwisser heute 30 Jahre älter sind. Und das heißt, bevor sie selber sterben, reinen Tisch machen wollen. Es kommt also durchaus vor, dass Beteiligte auch nach so langem Abstand auch noch ihr Gewissen erleichtern wollen. Auf dem Grabstein von Marion Hesse wurde seinerzeit ein anonymer Brief gefunden. Und der Verfasser behauptete, er habe Informationen über die Täter und würde diese für 50.000 D-Mark preisgeben. Passiert ist leider aber nichts. Ob es sich nun um einen Trittbrettfahrer gehandelt hat, der sich profilieren wollte, oder ob es ein echter Mitwisser war, konnte man nicht herausfinden. Aber daher meine Frage, warum deckt ein Mensch überhaupt einen Mörder, anstatt zur Aufklärung beizutragen? In einigen Fällen spielt die persönliche Beziehung eine Rolle. Vielleicht besteht eine freundschaftliche Beziehung, eine familiäre Beziehung oder auch eine Liebesbeziehung. Und die Person, die das Wissen hat, möchte nicht, dass die Person, die ihr wichtig ist, bestraft wird für die Tat. Manchmal ist es so, dass die Person, die das Wissen hat, selbst negative Konsequenzen, welcher Art auch immer, befürchtet. Und es gibt auch Menschen, die dem Wissen gleichgültig gegenüberstehen, die eine Haltung haben, die besagt, ich möchte mich nicht einmischen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Warum sollte ausgerechnet ich mich in die Sache involvieren? Könnte ein Mitwisser selbst sich irgendwann doch mitteilen bzw. erleichtern wollen? Und was könnte ihn dazu bringen? Die Vorbeziehung zwischen der Person, die das Wissen hat, und der Person, die die Tat begangen hat, kann sich verändern. Es kann auch sein, dass ein Mensch durch die eigene Lebenserfahrung seine Haltung zum Leben und auch seine Haltung zu dem Wissen verändert. Beispielsweise könnte ein Mensch eine Familie gründen, selbst Kinder bekommen und dann negativ empfinden gegenüber der Person, die beispielsweise ein Kind getötet hat, und dadurch dann motiviert werden, das Wissen endlich preiszugeben. Manchmal ist es auch so, dass bestimmte Lebensereignisse die Perspektive verändern. Mir ist zum Beispiel ein Fall in Erinnerung, in dem ein Mensch schwer krank geworden ist und später dann gesagt hat, diese schwere Erkrankung hat ihm verdeutlicht, wie wichtig das Leben ist. Und dadurch unter anderem habe er letztendlich dann motiviert den Entschluss gefasst, doch das Wissen, wer einen Tötungsdelikt begangen hat, dann auch preiszugeben. Und da gibt es ja auch noch die Belohnung. Die damals ausgesetzten 100.000 Mark liegen auch heute noch für entscheidende Hinweise bereit. Dieser Fall muss eigentlich aufgeklärt werden. Das kann nicht so bestehen bleiben. Von daher kann ich nur jeden herzlich bitten, in sich zu gehen und zu überlegen, ob es da etwas zu sagen gibt. Und vielleicht wird dann doch noch der Mordfall nach 30 Jahren gelöst. Die ausgesetzte Belohnung von damals 100.000 D-Mark würde heute übrigens in Euro ausbezahlt werden. Diese Summe, also etwa 50.000 Euro, gibt's aber natürlich nur, wenn es ein entscheidender Tipp ist, der die Polizei zu den Tätern führt. Ich finde aber, dass das völlig zweitrangig sein sollte, also diese hohe Belohnung. Es sollte in erster Linie darum gehen, dass man dieses grausame Verbrechen an Marion und Tim Hesse zur Aufklärung bringen möchte. Nicht nur, weil die Opfer selbst es verdient haben, dass man ihre Mörder findet und verurteilt, sondern auch für ihre Angehörigen und Freunde, die seit über 30 Jahren in der Ungewissheit leben, warum Marion und Tim Hesse sterben mussten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like oder einen Kommentar da, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr noch mehr Bock auf spannende True Crime-Geschichten habt von uns, dann schaut euch auch mal die Fälle meiner Kolleginnen und Kollegen an.